Ja, Schneeballschlacht. Mein Feld sieht ja immer noch sehr schön aus. Mein nicht existentes Feld. Und nur dieser Dreckhaufen. Ja, genau, also. Hier war jetzt, glaube ich, nichts mehr Wertvolles drin. Wertvolles? Dann tun wir das Kupfer da rein, das Eisen auch. Moment, davor will ich aber noch was ausprobieren. Ich muss mal gerade den Guide fragen. Crafting. Copper. Was brauche ich denn für eine komplette Copper-Rüstung? Ich glaube, das habe ich schon mal nachgeguckt, aber ich habe es vergessen. Lol. Copper Helmet. 15. 25. 20. Das wären dann insgesamt 40 Copper. Das haut rein. Und wie viel Eisen brauche ich für mein Eisenschwert und Eisenbogen? Ich glaube, das habe ich auch schon mal nachgeguckt, aber ich habe es auch vergessen. Wo ist denn das Schwert hier? Da. Iron Short Sword. Ich komme, glaube ich, Broadsword. Was ist das hier denn? Unsword, schon. Ja, dieses Short Sword ist, glaube ich, wo man einfach nur immer so zusticht. Deswegen hole ich mir das Broadsword. Da brauche ich nur 8 Eisen für. Sogar machbar. Und für den Bogen 7. Okay, das klingt sogar wirklich machbar. Ich werde mal gucken. Oh. Ich werde jetzt einfach mal eine Höhlentour machen und dann mal ein bisschen abchecken, inwieweit das alles denn machbar ist. So, das heißt, das kommt nochmal da rein und das Eisen kommt nochmal da rein. So. Deposit all. Deposit all. Außer die oberste Reihe. Das ist ja interessant, diese Funktion. I like Copper Axe. Nee, nee, nee. Ist scheiße. Wobei Speed, das 13%. Nee, ist aber trotzdem nicht ganz gut wie die andere hier. Wie die Iron Pickaxe. Oh. Interessant. Also man merkt vielleicht, ich habe auch schon vor der Aufnahme länger nicht mehr diese Welt hier gespielt. Deswegen bin ich da so ein bisschen eingerostet. Aber das erzähle ich eigentlich bei jedem Terraria, bei jedem Minecraft-Part oder so, ne? Das ist schon so eine Art Routine. Ach, wieso habe ich eigentlich so scheiß. So. Ich hab noch die pixeligen Sachen an. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wobei, man hat sich ja irgendwie schon so ein bisschen dran gewöhnt, ne? Also hier jetzt, OSF9. Machen wir mal lieber so. Machen wir noch ein bisschen gelblicher. Kann ja nicht schaden. So. Alles für diese 2 Dirtblöcke. Wir müssen tiefer, tiefer. Ach, jetzt. Oh, jetzt habe ich die Dinger vergessen. Die Planken. Lol. Oh. Idiota! So, so kann ich wenigstens hochspringen. Vielleicht suche ich mir auch einfach mal eine neue Höhle und versuche da ein bisschen meinen Abenteuergeist zu wecken. Fuck yeah. Ja, und auf nach oben. Aber ich glaube, ein paar Planken nehme ich mir trotzdem mit. Ah, jetzt muss ich hier noch die ganze Zeit hochspringen. Das schneit auch noch hier rein. Na gut, nicht wirklich, aber es schneit symbolisch hier rein. So. Oh, ist auch schon wieder Nacht und so weiter. Ein bisschen deprimierend finde ich das gerade hier. So, wo sind denn die. Ah, hier sind sie. Ich glaube, ich baue mir auch noch ein paar mehr davon. Die kann man ja zum Glück überall bauen. Einer der wenigen Items, wo man das machen kann. So, mache ich mir mal so, bis man 50. Ne, 60 Stück hat, meine ich natürlich. Nein, ich habe mich da nicht verrechnet. Nein. Das würde mir doch niemals in den Sinn kommen. Vor allen Dingen, da man sowas auch total beabsichtigen kann. Ich glaube, ich mache mal noch ein paar mehr Fackeln. Ja, ich hätte mich vielleicht schon vorher besser auch vorbereiten sollen. So, da ist Legel. Und da ist dann Holz. Und dann kann man auch sich ein paar Fackeln machen. So, ganz schnell ein Stack zusammenbekommen. So geht das. Man muss einfach beide Maustasten gleichzeitig drücken. Das ist der Günther-Trick der Woche in Terraria.
So. Du Scheiß-Zombie musst mal sterben. Das Auge versucht ja auch noch reinzukommen. Was ist das denn für ein unheimlich unsoziales und unhöfliches Auge? Kommt ohne Klopfen einfach rein. Macht zwar die Tür auf, aber man kann da noch nicht einfach reinstürmen. Total unsozial. Und da mich auch noch angreifen. Nee, nee, nee. Du kriegst jetzt deine Lektion, du kleiner Lümmel. Danke. Für deinen Stuff. Ich hoffe, der Schnee schmilzt jetzt nicht wieder, wo ich die Fackeln platziere. Das wäre natürlich über Epischkeit non plus ultra. Dummes Zombie. So, hier die Außenwelt ein bisschen auszuleuchten, ist auch mal, denke ich, notwendig. Da auf dem Boden. Irgendwie sieht das Licht so ein bisschen komisch aus, so, aber egal, ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Nee, in der Höhle war ich auch schon mal. Gott, ich war schon in so vielen Höhlen drin. Da eine Fackel. Da ein Zombie. Dass man gleich sterben muss. Danke. Aua. Ey, das lebt ja noch. Alle sind hier total unsozial. Und voll unhöflich und all so Zeug. Ich bin doch eine Lady. Duh. Oh. Hallo, schwimmendes Zombie. Ich platziere mal gerade erstmal eine Fackel. Genau. Dann kann ich dich viel besser wegschnetzeln. Je. Na, komm runter. Bam, gegen die beiden. Mach ich dir einfach ganz locker weg. Natürlich, ey. Aua. Na gut, ganz locker ist vielleicht ein bisschen was anderes, aber ich mach's es schon fertig. Aua. Ja. Juhu! Einen schon mal fertig gemacht. Einen von zwei. Die Hälfte ist erledigt. Komm her. Komm, komm, komm. Komm her. Ah. Bam. Nicht so ergiebig, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, wieso wechsle ich zum Dingsbums? Ich verstehe es nicht. Oh, hallo Stern. Oh, hier ist Kupfer. Oder? Kupfer? Was bist du? Ja, du bist Kupfer. So. Gegen mein magisches Spitzhackenschwert haben die Gegner keine Chance. Ach, hier ist noch mehr. Oh. Naja, Kupfer brauche ich schon ein bisschen was. Ich meine, für so eine komplette Rüstung. Ja, ich mache ja auch eine komplette Rüstung, weil ich einfach so ein Noob bin. Dass ich es nicht hinbekommen würde. Denk doch mal nach, ich kann sowas doch nicht schaffen. Zombie, verschwinde. Lol. Lol, kommt da eins von oben, ey. Ja, die Zombies sind mehr lustige Gesellen. Oh, wo mein Grabstein hinrollt. Ja, ich bin tot. Voll die schöne Nachricht. Das Gute ist mit diesen komischen Schwertern, also mit diesem kleinen Schwert hier. Hör, jetzt wird schießt. Kann man sehr gut zuschlagen. Pau! Aus dem Weg, Genosse Zombie. Ich muss weiter. Aus dem Weg, Genosse Auge. Ich muss ebenfalls weiter. Wobei ich ja... Aua. Aua. Okay, das ist... Toll. Was soll ich denn jetzt machen? Warten bis Tag ist oder was? Obwohl, der Mond geht ja auch schon relativ weit runter. Deswegen... gleich mal wieder losziehen und gleich mal wieder sterben. Weil ich stürme jetzt da nicht so ganz Rambo-mäßig nach vorne. Ah, oh Mann.